1.054 € Nettorente im Schnitt im Jahr 2022. So hoch sind alle Altersrenten im Schnitt in Deutschland und nicht 2.000 € wie Ricarda Lang mutmaßt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Jetzt haben wir schwarz auf weiß, die Rentenversicherung hat Zahlen auf den Tisch gelegt und hat hier etwas zu den Durchschnittsrenten offengelegt, was ja seit ein paar Tagen in aller Munde ist durch die Talksendung von Herrn Lanz am 16.01.2024. hat ja die Ricarda Lang, Grünen-Chefin, auf mehrfaches Nachfragen mutmaßt geschätzt, dass die Durchschnittsrenten in Deutschland für alle Altersrenten bei rund 2.000 € sind. Aber dem ist nicht so. Ich hatte ja schon ein kurzes Short-Video dazu gedreht und gesagt, dass ich bei rund 1.000 € lande. Und jetzt wissen wir es ganz genau, es sind 1.054 €, meine Damen und Herren. Aber die Deutsche Rentenversicherung sagt, dass diese 1.054 € im Schnitt der Aussagewert darüber sehr begrenzt sei. Das halte ich, dem möchte ich doch mal dagegen halten. Ich halte das nicht für sehr begrenzt. Für mich als Sozialrechtler ist die Zahl 1.054 € eine wirkliche Armutsrente. Und stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt dem Vorschlag der Frau Schnitzer folgen, würden jetzt noch die Kindererziehungszeiten und andere rentenrechtliche Zutaten zu diesen Renten noch ausrechnen oder wegstreichen, dann bleibt von den 1.054 € nicht wirklich viel übrig. Also meine Damen und Herren, für viele Menschen ist die gesetzliche Rente das einzigste Einkommen. 1.054 € Durchschnittsrente ist wirklich ein absoluter Witz. Das muss man einfach sagen. Aber die Rentenhöhen, da gebe ich der Rentenversicherung recht, unterscheiden sich nach Rentenart stark, zum Teil sehr stark. Bei der Regelaltersrente sind wir bei 737 € netto monatlich. Das kriegen 7,65 Millionen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte im Schnitt 1.219 € netto. Das hängt mit den 35 Jahren Wartezeit zusammen. Da kommt natürlich ein bisschen mehr Geld in die Kasse. Liegen wir bei 2,3 Millionen Rentnern bei 1.219 €. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die mit den 45 Jahren Wartezeit, da liegen wir bei 1.507 € netto. Diese Rente bekommen aktuell 2,15 Millionen Rentner im Jahr 2022 ausgezahlt oder zumindest gezahlt. Dann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, da liegen wir bei 1.293 € netto. Dann haben wir noch solche Altrenten wie Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit. Da liegen wir bei 1.482 € netto. Die ist für Neurentner nicht mehr zugänglich. Und noch die Altersrente für Frauen liegen wir bei 1.020 € netto. Auch die ist nicht mehr auf dem Rentenmarkt verfügbar. Also dato, wenn man alle diese Zahlen zusammenfasst, liegen wir bei 1.054 € Nettorente im Schnitt. Das ist wirklich eine schlimme Zahl. So gehe ich zumindest davon aus. Wir können uns damit nicht zufrieden geben, wir können uns damit auch nicht feiern. Was wir in Deutschland brauchen, ist eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, eine Erwerbstätigenversicherung und natürlich auch, das ist auch ganz klar, eine armutsfeste Mindestrente. Also meine Damen und Herren, 1.054 € Nettorente im Schnitt für alle Rentnerinnen und Rentner, die 2022 eine Altersrente bezogen haben, hingegen Frau Ricarda Lang ja mit den 2.000 € mächtig daneben gelegen hat. Aber naja, manche Sozialpolitiker, Frau Lang behauptet ja, sie wäre eine, wissen noch nicht einmal diese Zahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.